mal direkt bei den Papageienvögeln an sich an. Also ich verwende dieses Bild auch in Mexiko bei unseren Vorträgen, weil wir mit diesem Bild einfach auch zeigen wollen, dass Papageien neben dem, dass sie bunte Vögel sind, sehr soziale Tiere sind. Also was ihr da zum Beispiel bei diesen drei Aras seht, ist, dass auf jeden Fall zwischen den beiden da sehr intime Beziehung eigentlich ist, also wenn da mit dem Schnabel auch schon miteinander gespielt wird, da ist sehr viel Vertrauen. Es kann auch sein, dass es echt ein stabiles Paar ist. Und der Vogel, der daneben sitzt, ist auf jeden Fall auch noch ein befreundetes Individuum von diesem Paar. Und es ist also für die Papageienvögel total typisch, dass sie Ehen eingehen, ihr ganzes Leben lang sich mit einem anderen Individuum verpaaren. Und dann ist es jeweils von der Art abhängig, ob diese Paare dann auch noch wieder der Schwarm ist. Aber meistens ist es so, dass in dem Schwarm auch noch soziale Beziehungen von dem Paar aus zu anderen Vögeln, also freundschaftliche Beziehungen einfach da gepflegt werden. Und was man auch sieht, einfach nur so stellvertretend, dieser Vogel, der da fliegt und gleichzeitig auch schreit, also sind sehr laute Vögel, die aber keine Zugvögel sind. Also es sind Vögel, die eigentlich nur in der tropischen Region dort vorkommen, wo halt einfach Nahrungsqualität das ganze Jahr über quasi da ist. Sie fliegen jetzt nicht weit weg. Also da gibt es unterschiedliche Studien, sind teilweise nur so 100 Kilometer Radius oder so, in denen sie sich aufhalten. Sie ernähren sich hauptsächlich von Samen und Früchten und sind deswegen im tropischen Ökosystem auch wichtig, um eben quasi Bäume wieder neu einzupflanzen. Und es sind auf jeden Fall tagaktive Tiere. Also sie fangen an in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, dann werden sie aktiv, und wenn die Sonne untergeht, dann schlafen sie aber auch. Ich habe jetzt schon öfter das Wort tropisch gesagt. Also sie kommen im ganzen Planeten in tropischen und subtropischen Regionen vor. Ich selber arbeite eben jetzt in Mexiko. Und bei den Papageien, also was auch typisch ist für sie, deswegen auch da oben das Bild mit dem Fuß, also sie halten auch ihr Essen, und da gibt es auch schon Studien drüber, da gibt es auch, so wie bei uns, eher mit der rechten Hand oder eher mit der linken Hand schreiben, also da gibt es auch Unterschiede, so was der Fuß ist, mit dem es halt besser geht. Und eigentlich ist es so, dass man die Männchen und Weibchen nicht mit bloßem Auge auseinanderhalten kann. Also die meisten schauen genau gleich aus, weibliche und männliche Vögel. Genau, was würde ich da noch sagen? Sonst glaube ich nichts mehr. Jetzt eben, manche Sachen habe ich da jetzt schon erwähnt. Was auch immer wieder, gerade in Mexiko, zu Erstaunen führt, aber auch hier, ist die Tatsache, dass Papageien sehr alt werden. Also oft sagen die Leute so, was, die werden 60 Jahre alt? Und so, ja, die werden sehr alt. Und das ist einfach oft nicht bewusst irgendwie, dass das so langlebige Tiere sind, die auch während sie leben, auch die ganze Zeit lernen. Also auch ihr soziales Lernen das findet während ihrem Leben statt. Sie sind also auch extrem intelligent, extrem aufmerksam und auch, ja, auch sehr interessiert, irgendwie auch Dinge zu manipulieren und zu verändern. Also auch die Kognitionsforschung, ich bin ja Biologin, hat in letzter Zeit auch immer mehr die Papageienvögel entdeckt, und die Biologie stellt sie eigentlich so von ihrer Intelligenz, es ist halt irgendwie so ein eigenartiger Ausdruck, auch von ihrer Kognitionsfähigkeit schon auf jeden Fall auf die Stufe von Primaten. Und es gibt dann auch so vergleichende Untersuchungen mit Kindergartenkindern, wo Papageien zum Beispiel schon einfach Aufgaben noch lösen können, die ein Kindergartenkind, wo es sich schon schwer tut. Also nur, dass man das halt auch noch so mitnimmt. Und was sie auch alle verbindet, ist, dass sie weltweit bedroht sind. Weltweit was? Bedroht sind. Also dass sie vom Aussterben bedroht sind. Ja. Das verbindet alle Papageien. Ausnahme sind vielleicht Wellensittiche und auch Nymphensittiche, weil die halt auch sehr stark gezüchtet werden. Aber sonst sind alle Papageien in Afrika auch? Ja. Ja. Sind alle gelistet auf unterschiedlichen IUCN-Seiten-Listen. Und es ist überall der gleiche Grund. Also es ist einerseits geht einfach ihr Lebensraum verloren, wird immer massiv mehr und mehr verändert, und andererseits aber auch der Handel. Also es ist irgendwie, Menschen haben irgendwie ein großes Bedürfnis, dass sie Papageien in Käfige stecken,
Und der Handel sowohl legal als auch illegal bedroht die Populationen. Auch habe ich da hingeschrieben, eingeschleppte Arten, also das ist auch, das ist einfach nur so ein biologisches Detail, auch noch, dass eben da auch Konkurrenz entsteht oder auch Krankheiten kommen oder sie einfach nicht mit Katzen oder so dann umgehen können. Genau, irgendwelche Kias oder Boden, der Kakapo, glaube ich, so heißt der. Jetzt sage ich kurz was zu mir. Also mir ist das irgendwie so ein bisschen passiert, dass ich mit den Papageien arbeite. Ich komme eigentlich aus Salzburg und habe ich habe Verhaltensforschung gemacht und wollte eigentlich eine Diplomarbeit machen, wo ich einfach nur zuschauen kann und nicht irgendwie ein Experiment machen muss oder auch nicht nach dem Experiment dann vielleicht das Hirn analysieren muss oder so, wie es eigentlich also ziemlich üblich ist auch in der Verhaltensforschung. Und so ist mir das halt irgendwie passiert, dass ich dann in Wien, an der Uni Wien, noch in der Alternstraße eine Gruppe Graupapageien gefunden habe, die damals schon Vögel waren von der AG Papageienschutz, die ich damals auch nicht kannte. Und ich habe dann diese Vögel über ein halbes Jahr lang beobachtet und habe eigentlich damals beobachtet, wer in der Gruppe mit wem zusammen ist, also wie da die Paarbeziehungen sind und ob die Vögel, die einen fixen Partner haben, weniger Stresshormon in ihrem Morgenkot haben. Und da ist dann rausgekommen, ja, signifikant weniger Stress. Mittlerweile ist es so, seit 2005 dürfen alle Papageienvögel nicht mehr einzeln gehalten werden, also weil man das auch weiß. Es gibt natürlich noch immer welche, die einzeln sind, aber es ist an und für sich verboten. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen mit der AG Papageienschutz und habe zunächst einmal als Freiwillige da irgendwie dann noch begonnen mitzuarbeiten. Und dann ab 2008 war ich dann die erste Heimleiterin der ersten Station der AG Papageienschutz, damals noch am Standort Vösendorf. Mittlerweile ist die AG übersiedelt und eben es sind jetzt auch schon wieder viele Jahre vergangen. Ich habe dann an dem Standort neben Graupapageien noch viele, viele, viele andere Papageien kennengelernt. Teilweise werden wir auch gefragt, wieso, woher kommen die Vögel überhaupt? Es ist so, dass eben dadurch, dass sie langlebig sind, echt auch oft die Vögel ihre Leute überleben. Es ist aber auch so, dass die Vögel, es sind Wildtiere, das muss uns wirklich klar sein, und die einfach in einer Wohnungssituation, es geht einfach oft nicht. Die sind auch teilweise sehr, sehr, sehr laut, dass es auch für die Nachbarn nicht geht. Oder es kann auch sein, dass sie wirklich aggressiv werden. Gerade wenn sie dann auch geschlechtsreif werden, in Einzelhaltungen sind es da echt zu Verhaltensproblemen kommt. Das sind dann einfach immer diese Abgabegründe. Es gibt aber auch Vögel, die wirklich ausgesetzt werden. Es gibt auch Vögel, die beschlagnahmt werden. Ich habe auf jeden Fall dort also ganz viele verschiedene Papageienarten kennengelernt und auch kennengelernt, wie man das jetzt eigentlich die unterbringen könnte, dass es für sie irgendwie geht in Gefangenschaftshaltung. Es ist mittlerweile so, dass das Tierschutzgesetz in Österreich vorgibt, dass ein Paar Graupapageien 6 Quadratmeter Grundfläche Voliere hat und 2,5 Meter Höhe dieser Voliere. Wir haben dort an dem Standort größere Volieren gehabt und auch mit Außenvolieren. Und was man da oben auch sieht, das sind so spezielle Vogellampen, also wo sie ja nicht auch die ganze Zeit so ein Art Sonnenlicht kriegen. Und es ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Also es ist so, jeden Tag irgendwie muss man die Voliere in was Neues reintun, weil man baut ihnen halt irgendwie so eine Art Urwald irgendwie in Gefangenschaft nach, wo sie halt auch einfach auch herausgefordert werden und da Sachen entdecken können. Das Allerwichtigste, was ich in dieser Zeit für mich irgendwie gelernt habe, ist, dass es wirklich möglich ist, diese Vögel zu rehabilitieren und dass die eigentlich quasi wieder normal werden. Also dass die zum Beispiel mit dem Federhupfen aufhören, dass die auch andere Verhaltensstörungen, wo zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, das Sprechen auch dazu gehört, ablegen. Also die hören dann einfach auf, die sagen gar nichts mehr, die sagen, wenn dann noch in der Früh guten Morgen und manchmal sagen sie noch ihren Namen. Aber sonst sagen nichts mehr, weil sie es auch nicht mehr brauchen, weil sie einfach wieder im normalen Sozialkontext sind. Den Vogel, den man da sieht, das ist die Purli. Die ist sogar ein Wildfangwesen aus Mexiko. Das ist eine mexikanische Art. Und die ist eben also ganz geknickt und irgendwie sehr apathisch zu uns kommen. Eben mit stark gerupft am Bauch. Und die hat sich also wieder total regeneriert. Hat sich dann mit dieser Kuba-Amazone verpaart, war jetzt nicht eine artgleiche Liebe, aber trotzdem waren sie sehr stabil
Und für mich war es halt dann damals so, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie in einer Sackgasse. Also ich kann jetzt dann nicht so einen Vogel wieder rauslassen, weil ich bin halt da einfach da irgendwo am Rand von Wien. Und deswegen habe ich dann, also ich habe noch immer einen guten Kontakt mit der Agatha Park Einschutz, aber ich bin dann irgendwie, habe dann schon so meine Exkursionen nach Mexiko gemacht. Und dann im Jahr 2012 bin ich komplett nach Mexiko gegangen, also bin da so richtig ausgewandert. Und dann hat es nicht lang gedauert und dann war ich an der Koordination vom Wiederansiedelungsprojekt vom Hellroten Ara beteiligt, beziehungsweise ich und meine Partnerin, die auch da ist, Sarah, wir haben das dann gemacht, diese Koordination. Und über das möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Das, was ihr da seht, ist die Auswilderungsvoliere für diese erste Ara-Gruppe in Los Tuxtlas in Veracruz. Die Voliere war riesig groß und ja, was man da jetzt nicht wirklich sieht, ist dieser Auswilderungsort, der war auch so irgendwo im Nirgendwo, was super war für die Vögel, aber eine ziemliche Herausforderung für die Logistik von dem Aufbau von dieser Voliere, weil da führen auch keine Straßen hin und es war alles dann teilweise mit Pferden oder mit irgendwelchen Geländefahrzeugen ist es dahin gebracht worden. Und die Voliere war 12 Meter breit, 9 Meter hoch und 18 Meter lang. Und genau, die haben wir halt auch so irgendwie entworfen, wenn da ist es um Aras gegangen, die haben dann schon ein bisschen Platz da drin gebraucht. Aber auch das ist noch immer im Endeffekt zu klein, dass sie jetzt wirklich auch gut fliegen lernen, aber es war schon ein erster guter Schritt. Der Ort heißt La Otra Opción, das ist, war ein 150 Hektar großes Land, war ehemaliges Farmland. Also gerade in Veracruz ist es so, dass in den letzten 40, 50 Jahren der ganze Wald eigentlich abgeholzt worden ist, zugunsten von Rinderfarmen. Und es aber dort jetzt langsam auch schon wieder so ein Umdenken auch gibt, auch weil, also weil es einfach auch ökologische Konsequenzen hat, diese Rodung. Genau, und hier in dem Standort, also da ist keine einzige Kuh mehr. Und da sind auch Bäume wieder einpflanzt worden. Es ist in der Nähe von einem Biosphären-Kernzonengebiet. Also das war schon ein guter Standort eigentlich für die Aras. Wir waren, während die da an der Voliere gebastelt haben, waren wir ganz woanders, wir waren 1000 Kilometer weit entfernt und waren in der Karibik, in Escaret. Das ist ein an der Riviera Maya, vielleicht war irgendwer von euch schon einmal dort und hat da einfach Urlaub gemacht. Einer von diesen unzähligen Themenparks, die es dort gibt. Also wo Mexiko halt irgendwie so vorgestellt wird an zahlende Touristen und Touristinnen. Und auch die Wildtiere dazu. Und dieser Park hat zu dieser Zeit, wo wir dort waren, es war eben 2012, 1000 rote Aras in Gefangenschaft gehabt. Und es waren geschätzt in freier Wildbahn zu diesem Zeitpunkt 300 Aras. Das ist unglaublich. Und, ja, und die haben die halt, die haben auch in der Guinness-Buch der Rekorde, was ich weiß, für ihre Nachzucht. Aber die Aras, für mich war es so, ich war genau in der gleichen Situation, wie auch ich in Österreich Vögel übernommen habe, aus einer extrem schlechten Haltung. Also für mich waren für mich wirklich die schlimmsten Monate in Mexiko. Also eben mit diesem Tierleid da konfrontiert zu sein und dann aber auch diese Aufgabe zu haben, jetzt da welche auszuwählen, die immer wieder freilassen. Ich hätte am liebsten gern natürlich alle 1000 genommen, aber ich habe nur 40 nehmen können und ich habe auch die auswählen müssen, die es innerhalb von circa 2 Jahren schaffen. Also ich hätte am liebsten die genommen, die halt überhaupt keine Federn mehr gehabt haben, aber es dauert halt auch, bis so ein Gefieder wieder nachwächst. Es dauert mindestens ein Jahr und das auch nur, wenn der Vogel psychisch wieder normal ist und das nämlich viel länger dauert. Ja. Also das war wirklich eine Challenge. Wir haben es also natürlich trotzdem gemacht und es war auch, also da könnte ich leider auch sehr viel drüber reden, da will ich auch nicht meine Zeit verlieren, aber es war auch für mich und auch die Sarah, die auch Biologin ist, in dem Park sind wir da irgendwie auch an viele Hindernisse gekommen, weil die Belegschaft von dort überhaupt nicht diesen Zugang hatte. Weil bei denen geht es halt eher darum, dass die Tiere ja da Shows machen, dass man die fotografieren kann, dass man die angreifen kann, was weiß ich. Und wir wollten ja die wieder zurückbringen in den Urwald und den Menschenkontakt da mehr reduzieren und das überhaupt, also ganz was anderes. Ja. Und sind wir da eher belächelt auch worden am Anfang. Und dann aber haben wir da eher auch Dinge bewegt. Ich habe dann dort auch Vorträge gehalten über Verhaltensstörungen, was weiß ich. Also das war schon auch ganz gut, aber es war schwierig.
Was wir auch gemacht haben, was ich finde biologisch auch wichtig ist, ist, es gab genetische Studien und wir haben auch da versucht, eine quasi genetische bisschen Vielfalt innerhalb dieser Art auch für diese erste Gruppe irgendwie, also dass man solche auch auswählen, dass das irgendwie auch passt, dass das nicht, weil das eben, die haben ein Zuchtbuch geführt, die wussten jetzt genau von welchen Eltern die Nachkommen sind, also dass man nicht jetzt zum Beispiel nur von einem Elternpaar die Jungtiere genommen hat. Und ich komme aus der Wissenschaft und es ist so, dass die Wissenschaft, ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt gerade aktuell ist, aber prinzipiell schon noch immer sehr skeptisch ist, kann man Wildtiere aus Gefangenschaft wieder freilassen. Gerade jetzt bei den Papageien, also man spricht bei Papageienvögeln von der Neophobie, das ist so, dass sie, wenn sie in einem sehr reizarmen Käfig die ganze Zeit sind, dann haben die vor jedem neuen Gegenstand panische Angst. Also das ist so, die fangen einfach nur noch zum Schreien an und das ist natürlich ungünstig, wenn der wieder in den Urwald soll. Also am Anfang hatten wir wirklich Arzt, dem haben wir das erste Blatt gezeigt und da war halt echt so, was ist das? Also das ist ein Argument, das verwendet wird, dass man mit denen, also dass das nicht geht, dass sie das quasi nicht überwinden können. Auch die Prägung auf den Menschen, dass natürlich da so ein naher Menschenkontakt war, die Vögel auch teilweise Hand aufgezogen wurden und so weiter. Und die Gefangenschaft an sich natürlich zu allen möglichen körperlichen wie auch psychischen Schäden einfach führen kann. Aber wie viele Jahre waren die in Gefangenschaft? Also wir haben dann so, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, wir haben dann eine Gruppe zusammengestellt, wo wir versucht haben, dass wir Jungvögel, so jugendliche Vögel und auch Alte auslassen. Dass man quasi eine Gruppe, die irgendwie, die man in der Natur auch findet, aus der Gefangenschaft da aufbauen. Unsere Ältesten waren 8 Jahre alt, was nicht so alt war. Es gab aber dort Vögel, die waren, keine Ahnung, 25, 30 Jahre alt. Escherette, also ich bin mir nicht sicher, aber Escherette, glaube ich, hat sicher 15 Jahre gezüchtet. Oder was sagst du? Weißt du nicht. Ja, aber also lange Zeit gezüchtet. Also, ich hoffe, das beantwortet die Frage. In Wien habe ich Vögel teilweise gekriegt, also hier, auch die Agerpapageienschutz nach wie vor, kriegt man manchmal einen Vogel, der war 40 Jahre in einem Käfig. Dort waren sie zu jünger. Ja. Aber eben, ich habe das alles gewusst, ich habe das ja schon erlebt hier in Wien, ich habe da eben die bekommen, die da so lange in Einzelhaltung waren, 25, 35, 40 Jahre, dass ich gewusst habe, na es geht, ich weiß, dass das geht. Und außerdem war ja sowieso, wir haben auch ein bisschen diesen Projektdruck auch so ein bisschen hinter uns gehabt. Und was ist da die Strategie? Die Strategie ist echt das Stimulieren, also dass sie einfach wieder anfangen, dass sie verschiedene Sachen machen können. Und auch da gibt es Studien drüber. Also wenn man mit Enrichment arbeitet, und es kann auch eben einfach nur ein Steckerl sein, dann hört auch das Federhubverhalten auf, alles zugunsten vom Explorationsverhalten. Das hat dann für uns bedeutet, dass wir da bei 35 Grad im Schatten halt hackeln haben müssen. Und auch da, es war alles schwierig, dass uns da einfach Türen geöffnet werden, wir Werkzeug kriegen, weil das eben, das hat niemand dort so gemacht, da waren einfach nur Käfige und sonst war da nichts. Und ja, wir haben halt, also dann vor Ort, schon in der Karibik, das nicht nicht die Heimat ist vom Ara. Der Ara ist eigentlich mindestens auf 1000 Meter Höhe in einem tropischen Wald mit Nebel. Das ist dort viel zu heiß, aber wir haben trotzdem dort auch schon angefangen, eben denen die Pflanzen reinzugeben in die Volieren, die dann natürlich auch immer größer worden sind. Also wir hatten dann 3 verschiedene Volieren. Zuerst einmal eine, wo es, weiß ich nicht, jetzt von hier, naja, oder vielleicht die ganze Länge, war so eine Sozialisierungsvoliere, haben wir es dann genannt. Da sind dann vielleicht 6 Paare drin gesessen, das ist echt klein. Aber da haben die schon mal die Möglichkeit gehabt, dass sie sich kennenlernen. Und dann, die nächste war dann schon sicher 3-mal so groß wie das. Und die übernächste werdet ihr dann sehen, ja. Sind die aggressiv miteinander, wenn sie lange allein waren? Nein, das ist... Die tanzen ja zum Beispiel, war das eines der Hauptprobleme. Ich weiß, ja, das ist... Also man muss es so ein bisschen, also was immer, es hängt total von der Art ab. Bei den Aras habe ich gelernt, dass die extrem friedlich sind. Also es war echt schön zum Anschauen. Also mich hat es irgendwie berührt, weil die teilweise Konflikte haben, eben gerade um irgendeinen guten Sitzplatz und dann kennen sie sich noch nicht so gut
Und dann haltet aber der andere schon in den Kopf hin, damit er ihn halt ein bisschen krault und dann geht er weg. Also die sind sehr, sehr, sehr friedlich. Aber bei Amazonen oder auch Kakadus ist es anders. Also die bringen sich auch wirklich gegenseitig um. Da muss man aufpassen. Am besten ist es dann eben, dass man sie eh so, wie bei den Schimpansen auch, gleichzeitig in den neuen, unbekannten Raum reinlässt, dass dann jemand einen Vorteil hat, dass das vielleicht nur ein paar Stunden sind. Oder dass man versucht, dass irgendwie eine neue Situation ist und aufgrund von dessen zwei sich dann lieber zusammentun, damit sie gemeinsam die neue Situation irgendwie bewältigen und man dann so halt irgendwie da Allianzen auch aufbaut. Aber bei den Aras war es, also ich habe selber noch nie mit so viel Aras gearbeitet, mich hat es echt überrascht, wie friedlich das die sind. Trotzdem haben wir so Experimente halt gemacht, haben versucht, wer vertragt sich denn mit wem und haben so halt auch unsere Gruppe aufgebaut. Das war dann unsere schon riesen Trainingsvoliere in der Karibik, also noch immer nicht am Auswilderungsstandort. Auch da, wir haben die eingerichtet, wir haben die Palmen da einpflanzt, also wir haben das alles irgendwie versucht zu machen und auch das Personal vor Ort halt auch geschult. So, das sind jetzt keine Vögel mehr, die in irgendwelchen Flugshows da eingesetzt werden, sondern die gehen wieder zurück in den Urwald. Das heißt, minimaler Menschenkontakt und auch, also wir waren da ständig, ich habe jeden Vogel gekannt, also ich habe genau gewusst, wer sich wie verhält. Und dann, also das sind wirklich Monate vergangen, und dann hatten eben diese drei Gruppen, diese Babys, die Eltern aufgezogen waren, aber das ist eine eigene Geschichte. Der Park hat uns leider nicht die Eltern mit den Babys gegeben, sondern hat uns nur die Babys gegeben, dann wollte die Eltern weiterhaben, weil die halt gute Brotpacker waren. Und eben mit diesen Jugendlichen und den alten Vögeln haben die dann an einem Tag schwupps alle da reinlassen. Da waren es neu in dieser Voliere und es hat echt super funktioniert. Und die Jungvögel haben auch sehr die alten Vögel animiert zum Fliegen. Also die waren dann so aktiv die ganze Zeit, dass die Alten halt auch mitgeflogen sind und es echt auch angefangen hat, dass die da auf den kurzen Strecken da echt schon Flugmuskulatur aufgebaut haben. Mhm. Ist ein Problem das Gitter, dass die da dagegen knallen, weil die Fasane in den Volieren knallen ja dagegen? Nein, überhaupt nicht. Die sehen das und sie nutzen es auch, das Gitter, um dran zu klettern. Also nein, gar nicht. Was aber, also da ein bisschen komisch ist, aber es geht, weil es eh hoch genug ist, dass das so ein bisschen rund ist. Weil sie halten sich echt am liebsten am höchsten Punkt auf. Deswegen ist auch unsere Auswilderungsmilliere, die ich vorher gezeigt habe, einfach nur eckig. Genau. Also Papageien kann überhaupt nicht in irgendwas Runden halten und auch nicht in irgendwas, was in keiner Weise rund ist. Ja. Die fliegen weder im Kreis noch nutzen es das dann aus. Sie sind einfach immer am höchsten Punkt. Also das, genau, aber gegen das Gitter fliegen es gar nicht. Natürlich muss man, das sind halt schon so Sachen, die weiß ich jetzt halt auch schon über die Jahre. Natürlich kann man auch in der Einrichtung Unfallfälle verursachen. Also da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, mit was für Materialien, dass man da arbeitet, dass da nirgendwo ein freier Draht ist, eine Schraube ist und so weiter. Während jetzt die Vögel da, sie waren da drinnen dann noch einmal 3 Monate, haben wir schon die ganze Zeit wieder 1000 Kilometer weiter nördlich, am Golf von Mexiko, die Bevölkerung auch darauf vorbereitet und haben ihnen gesagt, da kommt jetzt der Ara zurück. Das muss man nämlich in dem Dings da auch verstehen, dass die Aras an diesem Auswilderungsstandort 50 Jahre mindestens ausgestorben waren, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, die Leute, das war auch für uns voll interessant, haben keine Erinnerung mehr gehabt an die Aras. Und haben dann auch da gesagt, ja, die sind weggeflogen. Wenn sich noch der erinnert hat. Und sie gesagt, nein, die sind nicht weggeflogen, die sind ausgestorben. Und trotzdem, wir haben da auch versucht, es gab wenig Budget, aber wir haben versucht, dass wir auch also möglichst eine Reichweite da haben, dass die Leute wissen, hey, das kommt jetzt zurück und das ist jetzt schon was Besonderes. An dem Tag war es dann so, da war eben da mit Polizeischutz und Dings, sind dann also diese Vögel angekommen und sind in diesen Transportboxen, die ja, das wissen halt nur wir, ursprünglich die Unterbringung war in Eschgaret für diese Einzelvögel, ja, so halt dann wieder transportiert worden. Und dieser Standort, da hat eben keine Straße hingeführt, da mussten wir 2 Stunden hingehen, uns haben dann die ganzen Leute aus der Bevölkerung geholfen, hauptsächlich Männer, aber auch Frauen, diese wirklich depperten Kisten zu tragen. Also sie waren dann nur mit so einem blöden Schnürensatz, sie total eingeschnürt, 2 Stunden lang den Berg hinauf zu tragen, in die Voliere, die halt schon komplett eingerichtet war. Und dann war es für mich so auf dem Foto
Das war dann auf einmal irgendwie so eine Erkenntnis. Habe ich dann jeden Träger gefragt und auch die Trägerin, gib mir bitte einen Namen für den Vogel. Weil ich habe bis dahin, den Vogel war für mich nur eine Ringnummer, war nur 375 WA oder irgend sowas. Habe alle genau gewusst, ja, aber in dem Moment diesen dann nach dem Namen zu fragen, ich glaube, das werde ich auch weiter so machen, wenn ich zukünftig in der Situation wieder bin, das war auch psychologisch sehr wichtig, weil so halt diese Männer, die vielleicht dazu, der alte Mann da unten, der hat es sicher erlebt, der ist nach Los Tuxtlas gekommen, da war das alles noch Urwald. Und der ist, das ist bezahlt worden von der Regierung, dass dieser Urwald gefällt wird und dass der da seine Rinder hinstellt, die ihm auch bezahlt worden sind. Und der hat es noch miterlebt, was da für ein Reichtum war an Wildtieren. Hat vielleicht sogar selber die auch noch eingefangen und auch noch verkauft. Ja, und jetzt auf einmal hat er da die Möglichkeit, seinen Familiennamen vielleicht diesem Vogel zu geben. Und das war für mich irgendwie ein Schutz. Also ich habe gewusst, wenn der sich mit dem Vogel so verbindet, dann ist das auf jeden Fall gut für den Vogel. Der wird den da wohl jetzt hoffentlich nicht mehr einfangen. Unsere Vögel waren dann an dem Standort noch 3 Monate. Und genau, es ist ihnen super gut gegangen. Also es hat alles total gut funktioniert. Und wir haben dann dort weitergemacht, was wir schon in der Karibik angefangen haben, nämlich das ist eben total wichtig, dieses Training. Man kann ihnen nicht alle Pflanzen zeigen, die sie draußen finden werden, aber man kann ihnen ein bisschen die Idee geben, wie die ausschauen, was, das, also, was die für Farben haben, für Geschmäcker haben. Da ist eine Diplomarbeit gelaufen von einer Mexikanerin, die wir halt auch betreut haben, wie sie da die aktuellen Daten haben. Und was auch super wichtig ist, bei so Wiederausbildungsprogrammen von egal welchen Wildtier ist, ein Feinderkennungstraining zu machen, wenn die noch in Gefangenschaft sind. Das war dann die Diplomarbeit von der Sarai, die auch da ist. Da geht es dann so drum, so, die Wildtiere bemerken es nicht, aber es geht so ein bisschen darum, so eine Show zu machen und es passiert ja in Wirklichkeit nichts. Aber sie müssen schon total in Panik kommen. Also das ist wichtig und man spielt ihnen dann am besten ihren eigenen Alarmruf ab. Also wenn es einen gibt von der Art aus, was sie haben. Aber bei den Aras gibt es einen Alarmschrei. Den spielt man von einer Box ab. Zusätzlich kommt der Feind rein, ein Modell vom Feind. Feind Nummer 1 ist der Mensch. Und das Ganze geht halt auch ganz kurz, das ist dann gleich wieder vorbei. Aber sie lernen dadurch auch, da kommt der Mensch, da muss ich aufpassen. Das Gleiche auch, wir haben in Eschkaret noch mit so einem Adler gearbeitet, den die dort in Flugshows verwendet haben, damit sie einfach auch wissen, auch von oben kann was kommen. Und wir haben also einen Bodenfeind Hunde genommen. Auch da gibt es Studien drüber, es ist viel sinnvoller mit lebenden Modellen zu arbeiten, als irgendwie Attrappen aus Karton auszuschneiden. Aber auch das ist besser, als gar nichts zu machen. Okay, das war dann der Moment, wo diese Voliere aufgegangen ist und sie sind rausgeflogen. Und da war es dann wirklich so, dass eben nach 50 Jahren war auf einmal wieder der Arbeit in Los Tuxtlas. Es war schon ein sehr schöner Moment. Ich schaue nur, weil ich will ja auch euch noch Zeit geben und ich will auch noch sagen, was wir jetzt aktuell in Mexiko machen, also sage ich da jetzt nichts mehr dazu. Kurz, das, was wir da gemacht haben, war eine Wiederansiedelung. Das heißt, der Vogel war vor Ort, diese Art war vor Ort ausgestorben, wir haben sie wieder zurückgebracht. Es gibt auch andere Formen vom Freilassen von Wildtieren, wo eh noch eine Population da ist und sie verstärkt wird. Es ist so, ich habe damals dann mich recht auf diese Studie da bezogen, wo Papageien-Wiederansiedelungsprojekte halt analysiert worden sind. Circa die Hälfte davon ist erfolgreich. Und der Erfolg liegt an diesen Punkten da. Ja, also natürlich muss das passen, wohin man die überhaupt auslässt, dass die da halt auch was finden, wo sie überleben können. Aber man muss sich auch wirklich mit der Ursache beschäftigen. Wir haben sehr stark mit den Menschen vor Ort gearbeitet, haben ihnen gesagt, bitte fangt es nicht ein, lasst es fliegen und ihr werdet Geld kriegen. Es werden Birdwatcher kommen, es werden Leute kommen, die diese Tiere da sehen wollen, weil das ist der einzige Standort neben einem anderen, wo es in Mexiko überhaupt noch gibt. Was wir sicher gemacht haben, wir haben die Individuen genügend vorbereitet vor der Auswilderung und man muss aber auch nach der Auswilderung noch weiter für sie da sein. Das nennt sich Soft Release. Das heißt, es gibt mindestens ein Jahr im Fall von den Papageien eine Voliere, die einfach offen ist, wo sie kommen und gehen können und wo sie langsam dann ihren neuen Lebensraum kennenlernen können. Dass sie das dann nicht mehr brauchen, dass da noch immer Futter ist, dass da noch immer ein fixes Dach ist.
Also das, und das ist oft bei Projekten, geht ihnen da schon längst das Geld aus. Das muss man eben auch noch mitbedenken, dass das sonst nicht, sonst führt das zu nichts. Wie territorial sind die denn? Eben, also sie sind circa 100, 200 Kilometer, wie sagt man, der Radius. Aber, und die Gruppen, also wir haben damals 30 ausgelassen, das ist circa an einer Schwarmgröße. Und dann gibt es halt ja, genau. Und diese Schwärme sind schon gegenseitig ausschließend, oder? Nein, nicht unbedingt. Nein. Also es kann auch sein, dass sich die wo treffen, bei irgendwelchen fruchttragenden Bäumen oder auch an so Lehmquellen, an den Flüssen oder so, wo sie halt den Lehm sich erholen, weil sie teilweise unreife Früchte essen. Also die kennen sich schon auch. Aber es gibt eben, also ich sage halt dann immer, wobei dann irgendwann einmal wer gesagt hat, nein, das ist bei Menschen nicht so. Aber ich sage halt, das ist irgendwie so ähnlich wie bei Menschen, weil wir halt auch, es gibt halt so eine Gruppe, die halt um die Familie herum, die Freunde, so groß ist es halt circa. Aber trotzdem gibt es dann Austausch auch mit anderen Gruppen. Also gerade bei den Aras ist es mir halt sehr so vorkommen. Was mit dem Wald, wenn ich ganz verstanden, ist der neu gepflanzt? Nein. An dem Standort sind neue Leute. An dem Standort ist wieder aufgeforstet worden. Da sind tausende von Bäumen. Also wo wir dort waren, das weiß ich jetzt nicht, sind sicher 5 oder 7 Jahre vergangen. Aber normalerweise sind 7 Jahre die Bäume nicht so hoch. Das war nur Gebüsch. Also das Gebüsch, das kommt nach 2-3 Jahren. Aber das, was man da als Kinder, war ein ziemlich mächtiger Wald, oder? Warte mal, gehe ich in die falsche Richtung? Nein, das ist kein mächtiger Wald. Der mächtige Wald, der schaut leider noch einmal anders aus. Wie weit ist der weg? Der war, also die Kernzone von diesem Biosphärenschutzgebiet war am Pferd drauf sitzen, so im Schritt der Info, ca. 4 Stunden weit weg. Aber dort, der mächtige Wald wird dort kommen. Aber das dauert. Und der, dem das Farmland da gehört hat, der war damals auch schon 70 oder so. Ich meine, der wusste, wird das nicht mehr sehen. Wie hat man den überzeugt? Das weiß ich nicht. Das war sein Traum. Er hat sich das gekauft, er war gar nicht von dort. Und dieser Name von dem Farmland heißt auch La Otra Option. Also die andere Möglichkeit. Ich weiß es nicht, warum, das weiß ich nicht, warum das er das Ganze gehört einem Menschen. Ja. Und er hat, also die Aras, er hat auch noch andere Arten dort. Er hat auch Wildschweine dort und auch so spezielle Fasane, so Urwaldfasane. Ja. Der vernünftige Großkumpel sitzt jetzt für unseren Widerspruch. Aber er ist eben nicht, also er ist aus der Stadt gekommen, er hat irgendwie hatte diesen Traum. Und wo er hat es dann irgendwie billig erworben, dieses Land, und dann war da keine Kuh mehr. Er ist aber nicht vegan überhaupt. Leider, das ist wieder nicht. Also hat seine Wildschweine dann auch teilweise selber vergessen. In welche Richtung geht es? In die. Oder? Nein, nicht durcheinander. Also genau. Okay, das haben wir jetzt auch. Ja, es ist wichtig, dass da einen sicheren Ort gibt, wo die zurückkommen können. Und das mindestens ein Jahr. Das wäre sehr gut. Und haben sie sich jetzt vermehrt da? Das kommt dann noch. Futter war jetzt auch. Ja, Futter war auch in der Voliere, aber auch schon draußen. Also wir haben dann dieselben Futterplattformen, die wir in der Voliere gehabt haben, dann auch schon, auch bevor wir es freigelassen haben, haben wir es schon gesehen, da draußen, da wird es auch aufgehängt, der Teller. Und dann war der halt dort auch gefüllt. Ja. Also, ja. Und das war dann in Catemaco, das ist dort ein kleiner Ort, der da halt aber doch auch einige Stunden weit weg ist, in der Nähe ist. Hat dann dieser Ort ein Vogelfestival gemacht. Und ich muss sagen, also ich war da sehr, sehr, sehr gerührt, auch wo ich dieses Bild gemacht habe, weil ich irgendwie wusste, okay, der Ara ist angekommen. Die ganzen Kinder tragen da diese Bilder von den Aras. Wir haben auch wirklich viel gearbeitet in den Schulen. Aber wir haben auch nicht so, ich meine, wir haben einfach nur ein bisschen was halt machen können. Aber anscheinend haben wir da schon irgendwie an der richtigen Stelle ein bisschen gedrückt. Da steht zum Beispiel, ama las aves und parte de tu vida. Also liebe die Vögel, sie sind Teil von deinem Leben. Genau, wir haben dann das Projekt verlassen. Es ist leider auch oft so, das ist jetzt da, wobei ich glaube, das steht sogar in der Studie auch drinnen, dass die Menschen sich total zum Streiten anfangen. Und aus irgendwelchen Interessen, vielleicht auch aus einem finanziellen Druck, was auch immer,
Wir haben dann gesagt, so, also ich habe auch gewusst, so, also diese Aras, die haben es geschafft. Das war eben, wie gesagt, die allererste Gruppe. Das war wirklich schwierig, also dass die allererste Gruppe durchkommt. Und ich habe gewusst, so, ihr seid angekommen, das passt, die Bevölkerung steht auch auf euch, es ist gut, ich kann gehen. Das Projekt ist nach unserem Modell weitergeführt worden, läuft auch bis heute noch. Und ist an anderen Standorten, sind auch noch Vögel freigelassen worden. Damals hat man kalkuliert, dass der Ara an dem Standort wieder heimisch wird, müssen mindestens 250 Individuen freigelassen werden. Wir haben damals 30 freigelassen, jetzt sind schon fast 200, die draußen sind. Und jetzt, glaube ich, kommt man eh zu dem, zu dieser Frage. 2018 war dann wirklich das nächste große Hackerl, dass das erste Baby gegeben hat. Ja. Und das auch, es wurden auch Mistkästen aufgehängt, aber das Brutpaar hat sich dann doch für einen richtigen Baum entschieden und da drinnen das wirklich geschafft. Mittlerweile sind schon ein paar andere auch geschlüpft. Das ist echt super. Dann jetzt komme ich noch kurz dazu, wie es jetzt mit uns weitergegangen ist. Wir haben dann 2016 in Mexico City unseren Verein gegründet, der Citácidos Mexicanos heißt. Das heißt mexikanische Papageien, abgekürzt Citamex. Wir kooperieren nach wie vor mit der AG Papageienschutz, kriegen auch über die AG Papageienschutz ein bisschen was von ihren Spendengeldern, können auch über die AG Werbung machen. Und haben in Mexiko auch Kooperation mit Defenders of Wildlife, von denen kriegen wir Infomaterialien. Und zu den anderen komme ich jetzt dann noch kurz. Wer hat dieses auch so dann finanziert, oder? Das war eine Lehrzeit, das muss ja was kosten. Also ich hoffe, ich habe genug Zeit und werde jetzt nicht abgebremst. Es ist ja auch jetzt habe ich immer schon den Fragen. Es ist jetzt 45 und 16 Uhr genau. Aus, aber dann genau. Ist noch Pause, also wir fast haben Zeit, denke ich. Also damals, das war natürlich auch so lustig, weil es sind alles so lustige Geschichten, na, aber es ist alles lustig, weil damals war das so, dass Kraft Foods, das kennt man ja leider, hat aus irgendeinem Grund gesagt, sie geben 1 Million Pesos her für ein Artenschutzprojekt. Und 1 Million Pesos, ich vergesse immer, man muss circa durch 20 dividieren, das ist jetzt nicht so viel, aber in Mexiko ist schon viel 1 Million Pesos. Und sie geben das her für irgendein Artenschutzprojekt. Und damals war dann der rote Ara versus der mexikanische Wolf versus ein Jaguar-Projekt. Wir drei haben konkurriert um diese 1 Million Pesos. Und haben dann, da musste man nämlich so Codes eingeben, die auf irgendwelchen komischen so Brausegetränk drauf waren. Da haben wir teilweise Nachtschichten gemacht, sind gesessen, haben die Supermärkte leer gekauft, damit wir da halt möglichst viele Punkte sammeln. Und der Ara hat es dann wirklich gewonnen, diese Million. Und so ist das, so ist, aber die anderen halt nicht, aber so ist das Projekt gestartet. Also das war, wir haben. Da die Sarah und ich eben wir das Projekt koordiniert haben, wir haben, also ist ein bisschen Eigenlob, aber wir haben wirklich jeden Peso für das verwendet und für nichts anderes. Also wir haben sind da relativ weit gekommen mit dem Geld. Am allerteuersten war die Voliere an sich zum Bauen. Weil oft ist es halt auch so, dass Geld dann irgendwo hinfließt und auf einmal hat irgendwie ein neues Auto und auf einmal geht die Tochter da jetzt in die Privatschule. Also in Mexiko ist auch echt eine große Not, dann ist man halt auch froh, dass auf einmal da was möglich ist. Wir haben auch ein sehr gutes Team von Studierenden gehabt, die uns auch also eigentlich unentgeltlich unterstützt haben. Ja, aber der Anfang war nicht leicht, aber jetzt mittlerweile hat sich das Projekt etabliert und jetzt gibt es auch vom World Parrot Trust und so weiter, gibt es schon teilweise Geld. Jetzt komme ich nur kurz noch zu den Papageien in Mexiko. Also in Mexiko gibt es insgesamt 22 Arten. Und alle sind bedroht. Also die gleichen Gründe, also massiver Handel, obwohl er illegal ist. Es gibt da so Zahlen, eher auch von den Defenders of Wildlife und einer anderen Organisation, dass pro Jahr ca. 80.000 Jungvögel eingefangen werden, die einfach aus den Nestern entnommen werden und davon 70% sterben. Also das ist unglaublich und die wenigen, die dann noch in die Käfige wirklich kommen, werden dort auch nicht recht alt. Genau, da habe ich jetzt einfach nur Bilder von was für Vögel, dass sie in Mexiko heimisch sind. Also es gibt zwei Ara-Arten, da ist der Soldaten-Ara und dann gibt es eben viele Amazonen, das sind eben so größere grüne Papageien, aber auch mehrere Sittich-Arten. Diese Kategorien, das sind jetzt von der IUCN die Kategorien, also Endangered, Vulnerable und halt eben schon Critically. Genau, dann nur damit ihr das einfach seht, was es da für Papageien gibt. Manche sind eben nur in Mexiko heimisch, andere findet man aber in Belize, in Guatemala und so weiter auch.
Und so ist die mexikanische Papageienhaltung. Also, das, ja, also unglaublich, aber gut, es ist ganz typisch, also ganz normal, dass man das eigentlich überall sieht, so wie so ein Deko-Gegenstand hängt halt da irgendwo dieser Käfig, der wird auch genauso verkauft, schon mit dem Eisenring drin. Und jetzt, was ich euch da jetzt alles gesagt habe, ist halt wirklich, wenn ich jetzt da hingehe und bei so einem Käfig das Türl aufmache, den schickt man in den Tod, wenn der überhaupt rausgeht. Also ich habe es ja früher auch gemacht, weil ich das alles, das war viel früher noch, wo ich das erste Mal in Mexiko war noch während meinem Studium. Und ich habe es auch echt erlebt, ich habe das Türl aufgemacht und der Vogel nimmt es im Schnabel und macht es wieder zu. Ich gehe auf keinen Fall da raus, was eh gescheit ist. Aber man könnte ihn ja auch rausschütteln oder irgendwas, er wird es nicht schaffen. Er kann weder fliegen, er ist allein, er ist wahrscheinlich krank. Also vielleicht ist er total am falschen Standort, wo er überhaupt nicht hingehört. So von der Statistik her, für einen Vogel, der da im Käfig ist, sind 4 bis sogar 9, wenn man es hochrechnet, gestorben am Weg durch den Handel. Also die das einfach gar nicht so weit kommen. Was ist die Motivation dort? Das ist einfach, weil schön ist, weil sie schön ausschauen? Oder? Das weiß ich irgendwie ehrlich gesagt echt selber noch nicht. Also ich glaube, es ist schon so, dass die Tradition der Papageienhaltung schon lang ist und dass auch früher irgendwelche quasi Priesterklassen, herrschende Klassen, auch mit den Federn viel gemacht haben. Ja, ist auch ganz schöner Schmuck und so gemacht worden. Auch diese Federkronen oder so, das war schon so ein Zeichen von Einfluss. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt quasi alle das haben wollen und irgendwie deswegen halt jetzt auch da mitspielen wollen und so einen Vogel haben wollen. Es ist schon auch so, wir fangen dann immer an zum Reden mit den Leuten und fragen dann, naja, wie heißt er denn, naja, wie lange haben sie denn den schon und Dings. Und irgendwann sagen sie dann, eigentlich nervt er mich eh. Ich würde ihn eh gerne ergeben, aber ich weiß ja nicht wohin. Also das ist eben das, da komme ich jetzt hin, das ist nämlich das, was unsere Arbeit ist in Mexiko, die wir da jetzt zurzeit halt versuchen zu machen. Mit dem Verein, den wir da haben, Psitamex, es gibt, Mexiko ist ein riesiges Land und es gibt schon einige Initiativen, Organisationen, die Papageien übernehmen, eben gerade solche, die, wo eh jemand sagt, ich will den eigentlich nicht mehr, der kommt von der Oma, ich möchte den abgeben, aber die dann teilweise dieses ganze Know-how nicht haben, was sie jetzt eigentlich machen müssen mit den Vögeln. Und wir versuchen da, also wir haben da schon jetzt ein paar, wo wir wirklich aktiv mitarbeiten und ihnen das halt vorzeigen, wie muss eine Auswilderungsvoliere ausschauen, damit die Vögel da vorbereitet werden auf das, was dann kommt. Oft geht es auch einfach um Tipps, was die Ernährung betrifft. Also oft ist es so, dass die Leute vor Ort, und sie haben die besten Intentionen und alles, nach wie vor mit Sonnenblumenkernen füttern. Und sie werden halt keine Sonnenblumenkerne draußen finden, erstens einmal, und zweitens ist das auch eine ungesunde Papageienernährung. Also Papageien haben ein breites Spektrum an verschiedensten Früchten und Gemüse und also was sie einfach brauchen, damit sie gesund sind. Oft sind es auch echt Hygienetipps. Die Leute wissen teilweise nicht, dass das eben Wildvögel sind, die kann man nicht so wie Hühner jetzt irgendwie unterbringen. Also Hühner, für die ist auch nicht lustig, wenn die in ihrem eigenen Dreck sitzen, aber die halten da doch mehr aus als so Vögel, die eigentlich nur sich in Baumkronen bewegen. Sayulita ist am Pazifik, ein bisschen im Norden von Mexiko. Auch dort gibt es eine kleine Auffangstation, nicht nur für Papageien, auch für andere Wildtiere. Mit denen haben wir auch jetzt so eine Kooperation aufgebaut, haben für sie auch zum Beispiel ein Futterprotokoll gemacht. Und da gibt es einfach auch einen Austausch an Wissen und ich hoffe in der Zukunft auch einen Austausch an Vögeln. Also ich hoffe, dass wenn wir dann einen Standort finden, wo wir auswildern, wir von ihnen auch Vögel übernehmen können, die wir dann an dem Standort freilassen. Wir machen so viel wir es können, wir sind teilweise mehr, aber meistens sind es wirklich diese Reihe nicht zu zweit, diese Umweltsensibilisierung. Es ist eh so, dass man in Mexiko relativ schnell auch eingeladen wird. Die Schulklassen sind froh, ja kommt, so macht zum Vortrag und dann zum Beispiel jetzt hier diese Kinder, wenn wir fragen, dann halt, naja, wer hat denn von euch alle einen Papagei? Ja, ich. Also alle zeigen es auf, ja. Und also vielleicht 2 nicht, ja, aber es wird so von 10 sicher 7, 8, die aufzeigen. Und die sie eben dann in diesen Käfigen haben. Und dann halt auch irgendwie langsam mal zu erklären, so Vorträge wie hier auch, wo man halt auch drüber redet, was brauchen denn die Vögel eigentlich?
Dann ist es schon oft auch so, dass gerade bei Kindern da relativ schnell der Groschen fällt und sie sagen, ich möchte, dass er frei ist. Aber dann kommt eben das Nächste, weil da müssen wir uns irgendwie organisieren, dass man wieder diese ganzen Stufen irgendwo machen kann, dass die Vögel halt wirklich eine Chance haben. Wir sagen natürlich auch, bitte keinen weiteren Vogel kaufen. Nicht auch keinen retten und wieder aufnehmen, also komplett aussteigen aus dem Ganzen, wenn es geht. Was wir auch machen ist, wir verbinden uns mit anderen Organisationen. Andere Organisationen, die aus dem Frauenrecht kommen, die vielleicht antikolonial sind, die antikapitalistisch eingestellt sind, die sich mit dem Müll beschäftigen, die, weiß ich nicht, irgendeine neue Form von Drohnen einsetzen, um mit dem da irgendeine Vegetationsdichte festzustellen. Also es gibt unterschiedlichste, auch in Mexiko arbeitende Organisationen, die wir einladen, und wir haben jetzt schon zwei, eins in Mexiko und eins in Wien, so Festivals gemacht, die heißen Defendiendo el Mañana, das heißt dann auf Deutsch übersetzt, gemeinsam verteidigen wir die Zukunft. Und also wir versuchen da wirklich auch die Kunst zum Beispiel auch einzuladen, auch mit Theater, einfach das irgendwie, ja, mir geht es eigentlich darum, dass wir aufzeigen, was es schon mal Neuem da ist. Und mir geht es auch ein bisschen darum, das Ganze auch so ein bisschen so ein Fest auch zu machen. Also dass man es ein bisschen feiert, dass man auch in der Fröhlichkeit schon sieht, was eigentlich schon da ist. Also das, ich finde, mir kommt irgendwie vor, das ist ganz gut, also wenn man immer nur über das Entsetzen spricht, was ja eh ist. Wir versuchen auch, dass wir eben dieses Bild vom fliegenden Vogel, den Stolz der Mexikaner oder Mexikanerinnen ansprechen. Ihr habt da diese wertvollen Tiere und die können einfach da leben. Die braucht man nicht einfangen und die braucht man nicht verkaufen. Einladung an dieser Stelle, wir machen am 31. Oktober ein Totenfest im EKH, als eine Soli-Party für uns, ja, also das Geld, was man da reinkriegen kann, mitnehmen nach Mexiko. Wer kommen möchte, bitte seid dabei. Wo ist das? Im 10. Bezirk. Ich habe unten einen Aufnahmeflyer. Genau. Dann Loros sin Fronteras, das ist jetzt eine Organisation, die gibt es jetzt seit circa noch nicht 2 Jahren, das ist irgendwie so durch Corona auch dann entstanden, ist länderübergreifend, also ist ganz im ganzen lateinamerikanischen Raum, werden da Kampagnen, hauptsächlich Online-Kampagnen gemacht, wo wir als Psitamex auch Teil davon sind. Und auch da, es wird jetzt echt bewusst mit dem Bild des fliegenden Papageis gearbeitet. Auch gar nicht mehr, dass der auf irgendeiner Stange irgendwo sitzt, sondern dass der fliegt mit dem Hintergrund, wo der eigentlich normalerweise anzutreffen ist. Und was da steht ist, es bringt Glück, einen fliegenden Papagei zu sehen. Also mit dieser Kampagne, die geht jetzt über die nächsten Jahre, sollen Millionen von Leuten erreicht werden. Weil der Umkehrschluss ist, es bringt Unglück, ihn im Käfig zu sehen. Unglück natürlich für die Vögel, weil die aussterben, aber es kann dann auch abergläubisch so sein, dass ich vielleicht wird die Tochter nicht heiraten oder irgendwas. Also besserer Sitz frei. Ich finde, das ist eine super Kampagne. Wie gesagt, wir wollen das noch öfter erleben, dass sie rausfliegen. Deswegen ist unsere Vision, dass wir eine Auswilderungsstation gründen in Mexiko. Da müssen wir natürlich einen geeigneten Standort finden. Wir müssen aber auch die Genehmigungen erfüllen. Die Vision ist, dass das ein Ort ist, der schon auch besucht werden kann. Und ein Ort auch ist, wo, also meine Vision ist, Kongresse wie dieser hier stattfinden können. Ja? Wo es diesen Austausch auch gibt. Wir sind da dabei. Also es könnte sein, dass es in Oaxaca ist, es könnte sein, dass es in Chiapas ist. Aktuell beschäftigen wir uns damit, dass wir gar nicht auf quasi eigenem Land, sondern auf Land, das schon gibt, diese Modelle der Futterplattformen weiter einsetzen wollen. Also wir wollen jetzt mit Leuten in Kontakt treten, auch mit dem Vogeltourismus, also mit diesem Birdwatching-Tourismus da weiterarbeiten. Einfach diese Plattformen installieren, das ist dann ein fixer Spot, wo einfach Papageien und andere Wildtiere da sind, die man fotografieren kann. Also das ist auch wieder so ein Plakat von den Defenders of Wildlife in Mexiko, wo eben draufsteht, so illegale Papageien zu kaufen ist von gestern.
Was quasi die Mode ist, ist eben freie Papageien zu beobachten. Also genau. Und das wäre halt diese Idee auch mit diesen Futterplattformen. Aber da geht es eben auch, da muss man das wirklich installieren, da muss man die Leute einschulen, wie das auch sauber zu halten ist, dass man dafür Futter drauflegt und so weiter. Auch wollen wir arbeiten mit Nistkästen. Das muss man einfach ausprobieren, was nehmen sie lieber an, sollen das jetzt solche Tonnen sein oder aus Holz. Und wir wollen auch auf einem Privatland in Oaxaca an der Küste vom Pazifik anfangen auszuwildern. Also das ist jetzt nicht unser Land, aber das ist eben von jemandem, die sich das gut vorstellen könnte. Ja, und damit bin ich eben am Ende. Man kann uns unterstützen, indem man uns indem man unten vielleicht sich ein T-Shirt kauft oder irgendwas von unserem Informationsstand. Ich habe noch einen Film mit, aber ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen wollt. Da sind 3 Minuten drauf. Nochmal das, was da in Los Tuxtlas passiert ist. Es kann aber auch sein, dass ihr jetzt noch irgendwie eine Frage habt oder so, die ich noch gerne beantworten möchte. Ja, danke sehr.